So. Obo. Obo macht da nichts. Er lädt auf jeden Fall. Oh, er fährt los. Ich bin mal gespannt, was er macht. Ich weiß halt nicht, was er für ein Skill hat. Also kann ja durchaus sein, dass er das einfach verhunzt, wenn er hier so eine Wurzel ernten muss, ne? Wobei es aber ziemlich unpraktisch ist, denn man bekommt ja durchs Ernten halt auch entsprechend Skill. Von daher wäre es eigentlich sinnvoll, wenn das jemand macht, der halt auch Skillpunkte braucht. Boah, okay. Okay, so Neko. Oh, ich bin halt froh, wenn die anderen Typen wieder weg sind. Einfach damit man die ganze Nahrung, die man halt hat, für sich behalten kann. Uiuiui. So, was sagt die Uhr? 22 Uhr. Der hat aber echt nicht viele Betriebsstunden, der Roboter, der Kleine. Der hat hier ein bisschen, also der ist quasi im Prinzip nur kurz draußen rumgefahren, ist wieder zurück zur Ladestation gefahren und das war es dann schon. War jetzt schon bei, weiß nicht, 75% oder so. Ist halt nicht so viel, ne? So macht das Ding eigentlich hier. Der nächste Kraftstoff wird quasi in 8,4 Tagen produziert. Klingt auf jeden Fall richtig gut. Braucht ein bisschen Strom, das ganze Ding. Aber er produziert kostenlos Kraftstoff. Also ziemlich geil. Ohne Rohstoffzufuhr. Also wenn man jetzt mal Strom außen vor lässt. Hier wird es langsam voll mit den Schafen und anderen Tieren. Ich glaube, ich muss mal hier ein paar von den Dingern noch einbauen. Sonst schlafen die halt irgendwo draußen vor der Tür. Das wäre halt nicht so schön. Achso, Moment, warte mal kurz. Das Ding hier kann eigentlich auch schon weg, oder? Weg damit. Okay, sehr schön. Dann können wir auf jeden Fall gleich mal hier die ganzen Leichen verbrennen. Das kannst du zum Beispiel, glaube ich, Rookie machen, denn er ist ja immun oder resistent gegen Blut und Tod und Zerstörung und hast du nicht gesehen. Das heißt, das müsste eigentlich ganz gut hinhauen. Und Details, Arbeitsradio, sagen wir mal so. Das heißt, wir können auf jeden Fall die ganzen Gräber hier mal abreißen. Die brauchen wir ja gleich nicht mehr. Wird natürlich gleich ein bisschen kritisch, wenn die dann alle ausrasten. Wenn man die alle ausbuddelt. Aber ist halt so. Ja, Essi, dann gute Nacht, schlaf gut. Danke fürs Reinschauen. Viel Spaß im Lurk.
hat diese Leichen den so. Eigentlich sehen die schon witzig aus, ja. So hat. Also Rookie ist da völlig unbeeindruckt von und Neko hat. Der hält das eigentlich noch hier. Läuft einen neuen Schlamm. Oh, der Debuff für den Tod der Mutter läuft auch bald ab. Sehr schön. Das ist schon mal super. Okay, sehr schön. Die ganzen Leichen werden schon mal entsorgt. Die brauchen wir ja nicht mehr. Dann haben wir hier ein bisschen Platz gewonnen. Problem bei der ganzen Sache ist halt. Ja, mal für einen Raid. Ui. Die sind ja schon ziemlich gut bewaffnet hier, die Freunde, ne? Die greifen sofort an. Das ist natürlich etwas ungünstig. Ja, wir haben halt echt so wenig kämpfendes Personal. Ich meine, klar, wir haben nur 6 Einwohner im eigentlichen Sinne, aber dadurch, dass Matze natürlich Pazifistin ist, ne, bringt es halt nichts. Naja, wir gucken mal. So, Fidi ist auf jeden Fall die erste Person, die hier gleich auf Smallville. Nahkampf. Der hier, Bio. Das Gute ist, Ihmchen hier hat halt ein Dingens. Ein Repetiergewehr und hat Fernkampfskill 0, das ist schon mal gut. Er ist ein bisschen kritischer. Der wird zum Beispiel auch ganz gut. C, uiuiui. Starkes Immunsystem. Oh, noch ein C'er, Bursche. Ja, da wären schon ein paar gute bei. Naja. Rookie hat auf jeden Fall die Schrotze in der Hand. Ja, ja. Hat er in der Hand. So, Fili liegt schon mal da nieder. Dimitri ist wahrscheinlich derjenige, den ich haben wollen würde. Down, warte mal kurz. Stark, der war halt echt gut. Ich glaube nicht, dass ich ihn kriege. Schneller Geher, viel Fraß und Rauschmittelinteresse. Das ist auf jeden Fall schon mal eine Person, die wir theoretisch nicht brauchen. Weil viel Fraß und Rauschmittelinteresse ist halt echt scheiße. Okay, so, Freunde, mal ran an den Feind hier. Aber wir können den auf jeden Fall erstmal wegsperren. Sekunde, das kann ja theoretisch. Gefangene. Der kommt auf jeden Fall da rein. Ich weiß gar nicht, ob man den hier irgendwie direkt versorgen kann mit einem Felde. Sekunde. Kurz probieren, Möbel. Krankenbett. Wahrscheinlich muss der direkt ins Gefängnis. Naja, das geht dann mit der natürlich nicht. Ja, komm, weg damit. Oh, Rookie, warst du denn da? Du warst viel zu schnell. Ja, es fehlt halt hier zum Beispiel so ein Ausgang an der Seite, ne, wo du sagen kannst, okay. Naja.
Okay, hätten wir es auch geklärt. So, der ist auf jeden Fall tot. Schade. Aber wir haben zumindest neue Waffen. Das ist schon mal gut. Auch wenn es jetzt nicht so die dollsten Waffen sind, aber ich sag mal so, besser als keine Waffen. Aber ich glaube, wir können halt schon Besseres herstellen. Also wenn wir denn zumindest mal die Grundlagen gelernt haben. No Storage Space für... Achso. Ja, das ist okay. Oh shit. Gefängnis. Jetzt gepennt. Ja, Totenfischstunde, das geht noch. Boah, das ist halt auch so eine Person, die hört halt nichts, ja, und die sieht halt auch nichts. 75. Außerdem die Personen, die wir überhaupt gar nicht brauchen, die haben wir gekriegt. Ja, das Problem ist halt, wenn man genügend Waffen hat, hilft so ein zäher Bursche halt auch nicht. Aber C ist halt wirklich eine extrem gute Fähigkeit. Also ihr starkes Immunsystem ist halt echt richtig gut. Das ist halt, wenn man Infektionen hat oder so ein Krempel oder irgendwelche Krankheiten, baut man einfach 30% schnellere Immunität auf. Das ist halt richtig gut. Und C ist halt einfach für den Nahkampf ultra praktisch. Und generell halt, die nehmen halt nicht so viel Schaden. Und das ist halt auch für Nahkämpfer richtig, richtig gut. Aber ja. Und Neko hat auf jeden Fall schon mal... Ja, komm. Ja, verkaufen geht natürlich immer. Klar, logisch. Fidi. Ja, ist okay. Wir brauchen dafür erstmal einen Sklavenhändler. Es gibt ja königliche Tributeintreiber, die, glaube ich, ein, zwei Mal im Jahr kommen. Hat man irgendwann schon mal die Info bekommen. Und da können wir theoretisch auch Sklaven loswerden. Okay. Ja, wir brauchen unbedingt die Krankenstation. Das ist halt echt eine Katastrophe, dass wir kein vernünftiges Krankenzimmer haben. Ja, die ist gut zum Forschen, das stimmt. Aber das Problem ist halt, was anders kann ich halt nicht, ne? Und das ist wieder ein Maul, was man stopfen muss, sozusagen. Kochen kannst du theoretisch auch ein bisschen... Aber es ist halt wirklich das Einzige. Was man machen könnte, ist auf jeden Fall, man kann sie zum Putzen einteilen. Ist natürlich jetzt, klingt grausam, ne, für so eine Oma. Aber Putzen ist halt hier extrem wichtig. Das ist das Problem in der ganzen Sache. Es ist wirklich extrem wichtig. Wenn es hier scheiße aussieht in der Bude, dann rasten die halt alle richtig aus, die Freunde. Und Schandmaul, danke fürs Follow. Und willkommen in der Herde. Ja. Und Matze frisst erstmal die Vorräte weg. Immer Rinnenkopf. Ja, komm, noch eins. Oh, shit. Die sind übrigens auch mit der Mod, mit der Grafikmod auch richtig, richtig hübsch. Und das Horn hier vorne, was ja drauf ist, wenn man die umlegt, das ist halt eine echt gute Nahkampfwaffe. Also es könnte zum Beispiel Nekor könnte das Ding nehmen, weil er ist ja ein Nahkämpfer bei uns. Oder sie. Ja, das wäre halt richtig gut. Das Problem ist, beim letzten Mal, als ich Trumpos angegriffen habe, ist das halt völlig in die Hose gegangen. Die waren doch schneller, als ich dachte. Warum auch immer. So, wir können mal gucken, das Ding ist schlecht, Qualität, das macht halt nicht viel Schaden, normal. Und gute Nacht, Schandmaul, schlaf gut. Bis zum nächsten Mal, hoffentlich. Ach, Tiere, Moment, ich hab's vergessen. Oh, raus mit euch, Freunde. Ja, und hier das ganze Zeug, das müssen wir echt mal loswerden, die ganzen Sumpfquark. Das hilft uns halt nicht beim Bauen. Hier fehlt auch noch ein Stück von der Mauer. Ne? Einfach weg mit dem Zeug.
Ich bin überlegen, ich glaube, das mache ich mal offscreen, dass ich einfach mal so den Rest der Base plane, wie wir denn uns das vorstellen können. Mit den ganzen einzelnen Gebäuden, sag ich mal. Dann wäre es schon ziemlich cool. Achso, Moment, warte mal. Ich muss ja wieder hier zuweisen. Das soll natürlich Matze machen. Warte mal kurz. Achso, wir müssen natürlich erstmal herstellen. Und zwar... Matze futtert immer noch alles weg. Er hat jetzt schon... Also hier fehlen schon 10 Mahlzeiten. Also es ist schon echt Wahnsinn, was sie hier wegfuttern können. Die Kolonisten. So, sehr schön. Das kann schon mal hier drauf. Wunderbar. Wir haben den ersten Stoff. Der Wahnsinn. Ach, da können wir gleich auch übrigens nochmal so Dings bauen. Produktion. Und zwar so ein Farbkübel hier. Problem ist ja echt kein Platz für nix, ey. Und Hallöchen Josh, Servus, guten Tag oder guten Abend oder wie auch immer. Grüß dich. Alpaka hat ein Junges zur Welt gebracht. Wir haben auf jeden Fall schon mal einige Alpakas, die natürlich auch alle essen wollen. Wie soll es auch anders sein? Und das Problem ist, die einzigen, die transportieren können, sind halt die Esel. Ja, und die Hunde, die Huskies. Das heißt, sie sind nicht mal... Naja, doch, angreifen können sie theoretisch schon die Alpakas, aber... Das ist, glaube ich, nicht so praktisch. Wir müssen mal gucken, dass wir irgendwo halt ein bisschen Heu anbauen können für die ganzen Tierchen. Weil das Problem ist halt echt, ich glaube nicht, dass diese Weidefläche, die wir hier unten haben, dass das Part, der Part hier, der wird halt nicht reichen. Blöd. So, die Frage ist natürlich, Trumbos angreifen oder nicht. Also einen würde ich schon gern umlegen. Der andere ist da unten. Machen wir erstmal Marcelino. Ach ne, Moment, Marcelino ist ja eh nicht am Kämpfen. So, auf den Boden liegen. Das können wir auf jeden Fall hier hinschmeißen. Dann haben wir schon mal 100 schwarzen, also 100 mal schwarzen Stoff. Ziemlich praktisch. Da kann man halt entsprechende schwarze Mäntel und sowas herstellen. Das ist, glaube ich, richtig praktisch. Aufgabe beendet. Oh, Wahnsinn. Die Fressattacke ist vorbei. So, Shuttle ist eingetroffen, wer kann er jetzt auf jeden Fall abhauen? Sugar, oh richtig gut, raus mit den Viecher. Wieder sind Sugar. Also finde ich das schon mal gut, jetzt haben wir... Glitzerweltmedizin, glaube ich, schon 14 Stück oder so. Wir hatten ja schon mal 4 Stück irgendwo hier. Das ist schon ganz praktisch, falls also irgendwas sein sollte mit Schlafkrankheit oder sonstiges, wo man halt echt mal ein bisschen was braucht. Das ist ziemlich praktisch. Okay, so.
So, das wird auf jeden Fall ein Krankenzimmer, beziehungsweise, Moment, nee, das wird das Zimmer für den Arzt, damit der halt direkt in der Nähe vom, vom Krankenhausbereich sozusagen schläft, damit er nicht erst von dem anderen Ende der Base herlaufen muss, falls man medizinischen Notfall gibt, was er durchaus auch mal vorkommen kann. Oh, Horafim und Esel 1 haben ein individuelles Band geknüpft und Horafim hat den Esel jetzt Julian genannt. Alles klar, bis zum Schein. Hallo, Julian. Oh, Schafwolle. Oh, wir haben die erste Schafwolle. Richtig gut. Es ist leider wirklich schade, dass wir am Anfang halt nur 4 Böckchen bekommen haben. Da hätte ich tatsächlich gerne ein Weibchen gehabt. Und die Trumbos hier, die sind echt... Ach, shit. Eigentlich würde ich gerne einen angreifen, aber das Problem ist, das wird wahrscheinlich voll in die Hose gehen, ey. Gott, ein menschenjagendes Rudel-Chinchillas ist aufgetaucht. Ja, ach du Kacke, das sind immer viele. 8 Stück. Ja gut, ich meine, ich habe ja vorhin gesagt, alles, was hier auftaucht in Chinchillas, wird halt umgelegt. Die bringen halt echt viel Geld. Also, das Fell von denen. Naja, dann ist es halt so. So, Tiere, Kampf, weg mit euch. Die sind halt ultra flott, ey. Was ich halt bei der Version nicht verstehe, früher war es ja so, wenn so menschenjagende Rudel kamen, konnte man das immer relativ gut nehmen, um Nahrung halt quasi zu organisieren. Aber das Problem ist, sobald man die tötet, die sind halt instant vergammelt. Ja, also nicht alle, aber einige. Ist das ein Bug oder ein Feature? Fragezeichen. Ja. Weil das ist halt schon ärgerlich, dass sie halt zum Beispiel jetzt hier 4 Stück direkt nicht genutzt werden können. Ja. Alter, haben die viel Schaden gemacht. Halleluja. Rookie wurde auf jeden Fall verarzt. Ist schon mal gut. Neko, Mario. Okay, also das ist zumindest schon mal in Ordnung. Oh Gott, Matze hat schon wieder den nächsten Drogen konsumiert. Flake. Mein Gott. Matze, was soll ich da denn noch sagen? Uiuiui. So, aber es ist jetzt auch schon gleich 10:30. Deswegen würde ich sagen, welche mal einen Break machen an der Stelle. Das reicht auch wieder über 4 Stunden schon wieder am Streamen. Ich meine, nicht ganz so weit vorangekommen, wie ich gedacht habe, aber zumindest jetzt nicht die totale Katastrophe. Wir haben immerhin eine Person mehr bekommen. Rookie, also ist natürlich jetzt die Frage, ob das natürlich auch eine Bereicherung für die Kolonie ist oder nicht. Da kann sich halt jeder selber ein Bild von machen. Die Chinchillas sind leider vergammelt. Ärgerlich, aber
mein Gott, ist halt so. So, ja, wie gesagt, beim nächsten Mal, ich werde mal ein bisschen gucken, dass ich das plane, das Ganze hier, damit wir irgendwie vorankommen. Also zumindest hier irgendwie noch den Essensbereich, der ist ja nicht so ganz unwichtig, den brauchen wir auf jeden Fall. Irgendwie hier so in dem Dreh werden wir sicherlich irgendwie so die Farmen oder sowas anlegen, die unterirdischen. Ich glaube, das sollte ganz gut passen. Dann müssen wir natürlich ein paar Verteidigungslinien und sowas bauen. Einfach, weil wir halt entsprechend Rückzugsmöglichkeiten brauchen. Falls wir irgendwie unterirdisch ein paar Käfer angreifen oder sonstiges, müssen wir natürlich gucken, dass das auf jeden Fall auch sicherer ist. Also so wie es aktuell ist, ist halt relativ unsicher. Es gibt keine Verteidigungsmöglichkeiten im eigentlichen Sinne. Wenn die zum Beispiel oben spawnen, ist halt da, ist halt auf breiter Front, können die halt angreifen. Das ist halt blöd. Aber mein Gott, das kriegt man halt auch hin. Muss man halt gucken, dass man das dementsprechend dann auch plant. So zum Beispiel, dass man sagt, okay, es gibt ja auf jeden Fall Stellen zwischendrin, wo man halt Verteidigungslinie bauen kann, sonst würde halt nichts. Na gut, der Chat ist eh schon am Schlafen, aber das macht nichts. Dann sage ich mal danke fürs Reinschauen und wir sehen uns dann mit, mal gucken, RimWorld vielleicht am Samstag, muss ich mal gucken. Wir haben da noch ein Date, quasi ein Online-Date mit Alex und Clemens. Mal gucken, wann die Zeit dann, wenn wir uns dann treffen. Vielleicht streame ich da vorher nochmal irgendwie so ein bisschen. Einfach damit wir vorankommen mit dem Spiel, ja. Ist natürlich auch wichtig, dass wir dann irgendwie hier mal ein bisschen was schaffen, denn es ist ja aktuell immer noch nichts passiert hier großartig in der Base. Es sieht immer noch aus wie sauer, es ist alles dreckig, schmutzig, ist nichts ausgebaut, keine Möbel. Also eigentlich eine totale Bruchbude. Ja, so wie das halt immer läuft bei uns. Bevor mal irgendwas richtig gebaut wird, wird erstmal alles irgendwo hingeklatscht. Aber kennt ihr ja. Achso, bevor ich es vergesse, die Tiere müssen natürlich auch wieder hier raus. Frieden, so raus mit euch, Freunde. Speichere ich mal gleich mal zwischen. Nicht, dass ich wieder vergesse, die Tiere dann irgendwo verhungern oder so. Das wäre natürlich nicht so schön. Gut, dann sage ich mal danke fürs Reinschauen und bis Freitag. Macht euch noch eine schöne Restwoche sozusagen, falls wir uns dann am Freitag nicht sehen. Was ich natürlich schade finden würde, aber wie gesagt, wir sehen uns, ne? Drin ja hauen, Freunde. Gute Nacht.